Hallo bei Selbstorientiert. Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es dabei mal darum gehen, wie sich die gesetzliche von der privaten Krankenkasse unterscheidet. Und dazu haben wir euch eine Übersicht mitgebracht, die für euch sicherlich relevant ist, wenn ihr dieses Thema besonders interessant findet. Zusätzlich machen wir auch noch Videos zu den einzelnen Themen, die kommen einfach daran angeschlossen an diesem Video. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Lasst wie immer ein Like da, kommentiert gerne und abonniert unseren Kanal, jetzt würde ich starten. Und zwar seht ihr schon, wir haben das Ganze nach den 6 Kriterien Organisation, Zugänglichkeit, Aufnahme, Leistungen, Familie und Finanzierung aufgeteilt. Und dazu wollen wir dann vergleichen, wie das jeweils bei der gesetzlichen und bei der privaten Krankenkasse aufgeteilt wird. Ganz wichtig ist es hier, dass die gesetzliche Krankenkasse einem Versorgungsauftrag unterliegt. Das heißt, es gibt eine Versicherungspflicht in Deutschland und dementsprechend ist die gesetzliche Krankenkasse die Basis, die erstmal gebildet wurde, damit diese Versicherungspflicht überhaupt ermöglicht wird. Und hier ist es so, dass dies eine staatlich organisierte Sozialversicherung ist. Das heißt, es ist eine staatliche Sozialversicherung, die unter diesem Organisationsmantel funktioniert. Bei der privaten Krankenkasse ist es dagegen so, dass man dies praktisch als Zusatz, als Aufbauelement sehen kann. Und diese ist dann eine Individualversicherung. Das heißt, hier sehen wir, dass einzelne Individuen sich gesetz ihres Vermögens bzw. ihres Statuses nochmal individuell versichern wollen und dementsprechend von der gesetzlichen Krankenkasse entbinden. Die Zugänglichkeit ist praktisch auch daraus schon abzuleiten, denn bei der gesetzlichen Krankenkasse ist es so, dadurch, dass ein jeder Bürger in Deutschland versichert sein muss oder versichert sein darf, das kann man ja auslegen, wie man möchte, ist es so, dass es eine Wahlfreiheit des Beitretenden gibt. Jede gesetzliche Krankenkasse muss jeden Bewerbenden aufnehmen. Es gibt ja mehrere gesetzliche Krankenkassen, es gibt nicht eine gesetzliche Krankenkasse, sondern es gibt ganz viele. Und da ist es so, dass diese stets den Beitretenden annehmen müssen und stets ermöglichen müssen, dass dieser auch ja, die optimale Möglichkeit hat, in die gesetzliche Krankenkasse einzutreten. Bei der privaten Krankenkasse ist es so, dass es erstens nur für bestimmte Bürger möglich ist, in diese einzutreten, dass aber auch nur bestimmte Leute angenommen werden. Das heißt, bei der privaten Krankenkasse ist es so, dass es keine Pflicht zur Aufnahme gibt, während es bei der gesetzlichen Krankenkasse ja die eben angesprochene gesetzliche Aufnahmepflicht gibt. Wie definiert sich jetzt, dass nur bestimmte Bürger eintreten können? Es ist so, dass bei der privaten Krankenkasse tatsächlich eine Grenze besteht, ab der man überhaupt sich erst versichern lassen darf. Das ist die Einkommensgrenze, die ja praktisch da nochmal genauer definiert, ab wann ein Bürger überhaupt die Möglichkeit hat einzutreten. Im Fachjargon nennt man diese Grenze Versicherungspflichtgrenze und die liegt je nach Einkommen dann definiert. Und dementsprechend ist es so, dass auch nur bestimmte Bürger überhaupt die Möglichkeit haben, in eine private Krankenkasse einzutreten. Zusätzlich gibt es tatsächlich auch noch die Möglichkeit für Beamte einzutreten. Da sind sie dann typischerweise von der Versicherungspflichtgrenze eher weiter entfernt und diese wird dann auch aufgehoben. Die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse sind tatsächlich insbesondere Sachleistungen und medizinisch notwendige Leistungen. Das heißt, es gibt einen Katalog, nach dem definiert wird, welche Leistungen dringend notwendig sind, medizinisch notwendig sind und diese werden dann auch umgesetzt bzw. angeboten. Bei privaten Krankenkassen ist es dagegen so, dass der Versichernde erstmal in Vorleistung geht, das heißt, er bezahlt erstmal die Leistung, die erbracht wurde und dann muss er das beantragen, dass die Kosten erstattet werden. Dabei ist es so, dass vertraglich vereinbarte Leistungen erstattet werden und diese dann erst bezahlt werden. Man kann tatsächlich auch für wiederkehrende Zahlungen ein Formular ausfüllen und dann bekommt man dieses Geld natürlich regelmäßig, ohne das nochmal separat zu beantragen zu müssen. Bei der Familie ist es so, dass die gesetzliche Krankenkasse die Möglichkeit bietet, beitragsfrei mitzuversichern. Das heißt, insbesondere Kinder können hier beitragsfrei mitversichert werden, was natürlich ein großer Vorteil ist, wenn es darum geht, wie viel Geld dafür bezahlt werden muss. Bei der privaten Krankenkasse hingegen ist es so, dass die Familie
individuelle Versicherungen abschließen muss. Das heißt, jeder einzelne Part der Familie ist individuell versichert. Und dementsprechend sind natürlich die Kosten ungleich höher als bei der gesetzlichen Krankenkasse. Und zuletzt wollen wir uns nochmal die Finanzierung angucken. Und hier ist es so, dass man unterscheidet zwischen einkommensabhängigen allgemeinen Beitragssatz. Das heißt, man bezahlt je nach dem, wie viel man verdient, bezahlt man dann natürlich auch mehr in die Krankenkasse ein. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es ein allgemeiner Beitragssatz ist. Das heißt, dieser ist grundsätzlich prozentual relativ gesehen weitestgehend gleich anzuordnen. Es gibt natürlich immer Sonderfälle, aber weitestgehend kann man die Aussage treffen, dass er erstmal relativ gesehen gleich ist. Bei der privaten Krankenkasse ist es dagegen so, dass die Prämien höchst individuell sind. Das heißt, wie viel gezahlt werden muss, ist höchst individuell, da der Fachbegriff der Prämien her. Und es gibt Selbstbehalte, das heißt, diese werden dann vorher vertraglich festgehalten. Und wenn diese dann natürlich vertraglich festgehalten werden, dann muss der jeweilige Kunde bzw. der jeweilige Versicherte dann das natürlich zahlen. Und so kommt es dann tatsächlich zustande, dass individuelle Prämien vertraglich vereinbart werden und Selbstbehalte vorher definiert werden, was natürlich dazu führt, dass man ja mehr bezahlen muss. Jetzt würde ich sagen, starten wir auch nochmal mit einem Gesamtüberblick. Das heißt, wir sehen, dass die gesetzliche Krankenkasse grundsätzlich etwas ist, was leichter zugänglich ist, was für jeden zugänglich ist und was auch grundsätzlich erstmal günstiger ist. Außerdem hat man hier die Möglichkeit der beitragsfreien Mitversicherung und dass die Finanzierung einkommensabhängig stattfindet. Bei privaten Krankenkassen ist es dagegen so, dass das individuelle Prämien sind, nicht für jeden Bürger geeignet ist, nicht jeder Bürger angenommen wird, aber auch nicht jeder Bürger sich überhaupt bewerben darf und dass es individuelle Versicherungen für jedes Familienmitglied gibt. Und dementsprechend seht ihr auch, dass die gesetzliche Krankenkasse Vorteile hat, aber auch die private Krankenkasse durchaus Vorteile bietet. Und damit möchten wir uns jetzt bedanken für die Aufmerksamkeit, die ihr diesem Video gewidmet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Das war's jetzt mit dem Video von Selbstorientiert. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr uns unterstützen wollt, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder auf unserem Kanal wiedersehen. Bis dahin, haut rein und ciao.